Jawohl. Ja gut. Dass man jetzt sowas nochmal bekommt, ist natürlich ein bisschen unlucky. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Sollte es zumindestens. Das Einzige, was für mich gerade so das Problem ist, dass ich halt kaum Munition habe. Irgendwie für die Waffe hier. Oh, wie heißt sie denn nochmal? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und es ist aber schon eine Masse, die man hier hat, ne? Holy. Na? Zack, zack, zack. Na gut, 5 Schuss. Reichen nicht. Na, Alter, wie viel kommen denn noch? Muss ich da denn rein? Ist halt so bitter, dass ich da jetzt keine... überhaupt keine Mumpel mehr habe. Und ja, ich muss da rein. Eieieiei. Huch! Okay, direkt über mir. Außen lang, oder was? Weil da habe ich nämlich nochmal so ein Bullseye. Ja komm, wir nehmen die normale Bullseye mit. Ich hatte irgendwie Battle-Eye im Kopf. Aber gut. Aber Battle-Eye ist es ja nicht. Battle-Eye ist ja ein Anti-Cheat. Da haben wir ihn. Sehr schön. Da haben wir da. Nehmen wir mit. Das heißt, wenn wir so ein Ding bekommen, entweder kommt da 100.000. Okay. Scheiße, Major! Mehrere Feinde im Anmarsch! Wiederhole! Schwere Feinde nähern sich ihnen! Sir, machen Sie die Klarverstanden! Sie raus! Ja. Ich wollte sagen, es kann... naja. Es kann nur irgendwas Großes sein oder ganz viele Leute. Ansonsten hätten wir die Minigun hier nicht bekommen. Das, ja. Ja, Railgun ist sie auch nicht. Minigun ist ja schon richtig. Und eine Railgun wäre nicht schlecht. Steuerung aktiviert. So, wir haben auf jeden Fall... Da passiert was. Sie gehen auf. Gute Arbeit. Hören wir uns noch ein bisschen besser an. Scheiße, Major. Mehrere Feinde im Anmarsch. Wiederhole. Mehrere Feinde im Anmarsch. Sir, machen Sie die Ladung scharf und dann nicht zu ihr raus. Ja. Okay. Eieiei. Wir haben hier gerade... Mann, fuck. Ein kleines Problem. Also da so hin und her pendeln. Ich habe jetzt auch mehr gewartet, dass sie halt ausquatschen. Jetzt haben wir es gehört. Jetzt kann ich auf jeden Fall ein bisschen schneller machen. Bisschen müde, interessanterweise. Kann ich jetzt auch ein bisschen wirklich nach vorne sprinten. Steuerung aktiviert. Und was haben wir da? Verstanden, Echo. Da passiert was. Marksman. Der Bohrer wäre schon nicht schlecht, ne? Na gut. Hm. Nehmen wir die Marksman mit. Ich glaube, ist ein bisschen die bessere Waffe. Als jetzt die Minigun. Ah, ist okay. War halt wirklich die bessere Entscheidung, die Marksman mitzunehmen. Klar, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal zurückkommen könnte. Okay. Ja. Zack. Tauschen wir immer. Okay. Können Sie mich hinführen? Ja, Sir. Nehmen Sie den Aufzug zu den Außendecks. Dann führe ich Sie. Keine Gegner drauf. Okay, damit habe ich jetzt gerechnet, dass ich da irgendwie Gegner habe. Dass ich da halt wirklich... Gut. Der Aufzug bringt Sie zum Außenbereich. Okay. Ich glaube, wir haben Glück. Sie lenken die Bombe auf
Da geht's durch. Außenbereich. Ja, so einen Außenbereich hatten wir eigentlich schon mal vom Turm. Die Frage ist, wo muss ich hin? Muss ich hier hoch? Na gut, wahrscheinlich ganz nach oben, würde ich mal schätzen. Kontrollpunkt. Ach ja. Okay. Ich war gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, fragt mich nicht. Ich habe irgendwie gerade drauf gewartet, warum ich... mich gefragt, warum habe ich denn mein Visier nicht? Dabei habe ich ja die Marksman gar nicht mehr. Dabei habe ich ja... ja, das Bullseye mitgenommen. Und dann ist es natürlich... komplett legit und legitim. Dass ich ja kein Visier hab. Das macht Sinn, ne? Ja, muss man dazu sagen. Ich hab noch ein paar... ne, Gegner hier. Ne, ich würde eigentlich ganz gerne lieber... hiermit agieren wollen. Weil ich weiß nicht, was noch vorkommt. Wozu ich das MG braucht, die Minigun. Rein theoretisch, da haben wir den Bohrer, stimmt, den haben wir ja relativ frühzeitig, das war ja unser erstes, unsere erste Tötung, praktisch. Ich muss mal ganz kurz meinen Monitor ein bisschen herstellen. Na, da oben haben wir einen Bohrer-Typ. Das Gute ist, solange wir halt drauf schießen können. Interessanterweise gehen noch relativ viele Headshots gerade rein. Das muss man mal dazu sagen. Und ich bin ja natürlich in einer guten Aufnahme. Naja, was heißt Aufnahme Season? Mehr oder minder ist ja alles eine Aufnahme, also keine Aufnahmeunterbrechung. Ja, okay. Ich hab gehofft. Ich hab gehofft, dass da vielleicht irgendwo ein großer Typ nicht kommt, wir vielleicht vorgewarnt werden, dass wir da. Ja, ein Raketenwerfer ist rausgekommen, aber... oder ich bin... ah, nee, okay. Ich bin einfach nur blind. Da haben wir den Lag. Hui. Müde. So. Die Titans sind natürlich... sehr, sehr ekelhaft, muss man dazu sagen. So. Den brutzeln wir jetzt erstmal oben weg in den Kopf. Und da haben wir sogar noch einen zweiten, alles klar. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt, was der von mir will, aber... wir bratzeln den mal weiter in den... ja, zumindest so eine Schulter rein. Die Lag ist ja... leider leer. Ja, auf so Close Distance haut er mich in eins. Okay, schade. Oh, das ist natürlich bitter. Aber gut. Ist dann halt immer so, kann man jetzt nicht großartig ändern. Wir müssen halt einfach weiter und ich glaube, wir sind halt wirklich close vorm Ende. Deswegen wollte ich nicht noch extra eine neue Aufnahme letztens schon anfangen. Ich weiß, das sind jetzt bestimmt dann 3 Stunden. Ja doch, wahrscheinlich 3 Stunden, die ich insgesamt dann schneiden muss. Ich habe nämlich meine ganzen Dinger noch nicht geschnitten. Also von daher wird das schon so weit okay gehen. Aua. Ja, fuck. Dann kommt er halt von rechts. Die Frage ist halt, wie mache ich es am besten? Ich habe natürlich eine Seite. Ich habe da noch Karabiner. Ich könnte auf jeden Fall auf Granatwerfer zurückgreifen. Ich würde den einen Typen aber zumindest ganz gerne über... ja, den Raketenwerfer kaputt machen. Oder haben wir hier vielleicht nochmal einen Raketenwerfer? Ne. Er kommt auf jeden Fall darüber. Ja, vielleicht ist es wahrscheinlich sinnvoller... erstmal den da kaputt zu machen, weil wir doch hier okay, ich wollte jetzt sagen, irgendwie ein bisschen in Sicherheit sind. Na, vielleicht ist es gerade... nein. Mann, Alter! Warum denn unbedingt Titans, Mann? Warum denn unbedingt Titans? Ja, oder ich muss halt versuchen, auf Kopf zu gehen. Weil beide stehen ja an sich dumm umher. Die Sache ist halt auch die, dass sie doch relativ stark sind. Also viel aushalten, muss man dazu sagen. Ja, du bleibst da stehen. Kopf 1, Kopf 2. Fix mal nachladen. Bist du tot?
Nein. Bist du jetzt tot? Nein. Bist du jetzt gleich tot? Ich hoffe mal. Jawohl, jetzt ist er tot. Zack. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mehr auf oben raufschießen muss. Aber eigentlich ist der Kopf ja schon die Schwachstelle, wo man draufschießen sollte. Oder auf die Energiezellen da oben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich habe die noch nicht... Ach, scheiße. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht so wirklich durchschaut, wo man wirklich jetzt perfekt treffen kann. Klar, es... Gut, ich könnte halt versuchen, wirklich mit der Bullseye... Die Bullseye... Vielleicht wegpacken. Ich habe ja denn die... Lab... leer geschossen. Die... die lag, nicht Lab. Die lag, leer geschossen. So, einmal... Bitte lächeln, kurz mal nachladen. Ja, okay. Und dann schießt der andere halt auf mich. Och Mann, Alter, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie ich es am besten machen soll. Weil die Minigun will ich eigentlich nicht nutzen. Man sieht ja, dass sie doch relativ schwach, muss man ehrlich gesagt sagen, gegen die Titans ist. Und das ist gerade so ein Fight, wo ich halt permanent nur auf den Sack gerade bekomme. Und das ist natürlich jetzt so überhaupt nicht für mich. So, dann machen wir es mal so. Versuchen wir es einfach mal so. Irgendwie. Ja, der qualmt schon. Ordentlich. Ja gut, dann kriege ich halt zwei Raketen ab und das war's. Oh, ich hatte vorhin halt eine echt gute Möglichkeit, da den zweiten auch kaputt zu machen, aber... Oh, bitte. Das wäre halt so die Möglichkeit, dass ich halt vielleicht so den ersten relativ schnell Schaden machen kann. Vielleicht dann auf einen Minigun wechsel. Und da der Damage-Output ja doch bedeutend höher ist. Das wäre vielleicht eine Idee. So, zack. Nachladen. Kurz warten, bis er stehen bleibt. Granate rein. Eagle hinterher. So, Minigun raus. Auf den Kopf zielen. Ja, und dann bin ich tot. Shit. Okay, das funktioniert auch nicht. Also mit der LARG ist es halt wirklich schon die beste Option. Ach Mann, Alter. Und die sind... Und ich bin halt allein und ich halte halt nicht so viel aus. Ja gut, wenn ich da zwei so eine fette Raketen abbekomme, dann sollte man eigentlich auch tot sein. Hm, macht Sinn, ja. Zack. So, einmal bitte lächeln, Kollege. Eins, zwei. Hält? Ah, das Ding. Hält gut Schaden aus. Ah, das wäre halt so die Möglichkeit.